was bisher geschah. Die Nase ist perfekt und die Lippen. Schreibst du mir? Jeden Tag. Und ciao, amore. Deine Wäsche. Danke, Schatz. Hättest du nicht machen müssen. Hab ich auch nicht. Was? Du hast meine Wäsche nicht gewaschen? Zerstört die Romantik. Entschuldige, Loverboy. Einer von euch Kerlen muss weg. Auf da! Na komm. Komm los! Nun geh schon! Los! Los, rauf! Komm schon, komm weiter! Geh, Dicker! Los doch, rauf da! Oh Mann! Hoffentlich hält die Federung das aus. Harry schickt mir sonst eine Rechnung. Ich gebe ja zu, Alex ist gut aussehend, stark und sexy. Er erwartet aber, dass ich seine Wäsche mache, ihm seinen Tee bringe, wie Hallo. Er ist eben vom Land. Nick auch. Ich wette, der benimmt sich nicht so. Woher weißt du das? Wow. Der tanzt wohl da hinten einen Macarena. Du verkaufst Nick wirklich den wahnsinnigen Bullen? Ist nicht wahnsinnig und der Verkauf ist wichtig. Mit dem Geld kann ich die Reitplätze für das Quarterhouse-Training bauen. Heute soll das erste ankommen. Wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Na, ich will ihn nicht ändern, aber das kann's doch irgendwie nicht sein. Manchmal möchte ich nur reden. Einfach im Bett liegen und reden. Peter hat sicher für die Anlage ein paar gute Ideen. Ja, ich werde ihn anrufen. Hast du gehört, was ich sagte? Klar, und du weißt nicht, was du willst, Tess. Sie weiß nicht, was sie will. Das ist ihr Problem. Alles lief super. Wir kamen gerade in Fahrt. Und dann hieß es auf einmal, Hände weg. Lass das. Wir müssen reden. Mhm. Also ziehe ich mich zurück. Dann lass uns ausreiten. Nein, sie will reden. Na gut, gehen wir auf die Jagd. Aber nein, sie will reden. Dann mach's mal. Red mit ihr. Reden, reden. Das will sie gar nicht, Nick. Sie treibt doch nur ihre Spielchen. Das ist es. Nicht die üblichen. Tess ist viel tiefgründiger, Alex. Oh ja, klar. Beziehungsberatung vom Chefeinsiedler. Also ehrlich gesagt, tu gar nichts. Ja, ja, lass sie schmoren. Sie läuft ja nicht weg. Bist du sicher? Hä? Was verstehst du davon? Oh, ich weiß genug. Morgen. Morgen? Gut geschlafen? Wunderbar. Angela, das ist mein Bruder Alex. Hi. Freut mich. Ich fahre jetzt. Ich muss zurück in die Stadt. Wir sehen uns in der Woche. Ja, bis dann. Okay. Fahr vorsichtig. Okay. Was verstehe ich davon? Hast völlig recht. So poetisch, so sagt er mir, dass er mich liebt. Ti amo. Klingt das nicht wie Musik? Ti amo, Alberto. Hilfst du denn mal, oh, mit dem Sack, oh? Wie soll ich nur ein ganzes Jahr warten? Jede Minute ist eine Qual. Oh, wo ist er wohl gerade? Weißt du, ich konnte nicht schlafen letzte Nacht. Ich lag wach und dachte nur an ihn. Der Pegel ist zu niedrig. Wir müssen schaufeln. Oh, da kann ich unmöglich rein. Wieso nicht? Ist ein Silo. Praktisch italienisch, oh.
Gerade habe ich die Haare gewaschen und der Dreck würde die Frisur zerstören. Die nächsten Tage werde ich das Fotoshooting für die Miss Gangeln haben. Denkst du, ich kann da gewinnen ohne Strähnchen? Oh, hör dir das an. Jody Piccolina. Jeder Tag fern von dir ist eine Qual. Lange halte ich das nicht mehr aus. Ich auch nicht, Jody. Du bist unrealistisch. Er ist Viehzüchter. Was? Er hat viele tausend Morgen Land zu versorgen. Wer hat da Zeit für Romantik? So, Dicker, da stopft dir erstmal das Maul. Aber wenn man jemanden verstehen will, muss man sich fragen, wieso? Warum kann mir Alex nicht mal ein paar Rosen schenken? Weil der Blumenladen 600 Kilometer weit weg ist. Das ist nur die oberste Ebene. Man muss in den Tiefen den Grund suchen. Wieso? Warum höre ich mir das an? Wieso denkt er nicht mal dran, mir Rosen mitzubringen? Er ist ein typischer Mann. Er zeigt seine Gefühle nicht. Ja, genau. Das ist die zweite Ebene ein Stück tiefer. Aber der wahre Grund ist... Welcher? Ist... Nun, das frage ich Alex. Na, die Gelegenheit hast du sofort. Nein, mache ich nicht. Wir reden nicht miteinander momentan. Die dritte Ebene muss einfach noch warten. Wie genial. Wo kriegst du sowas her? Ey! Ey! Was ist? Könntest du bitte nicht so tun, als würde ich Nick das wildeste Tier aller Zeiten verkaufen? Aber du verkaufst ihm doch das wildeste... Nick! Das ist also der berüchtigte Loverboy. Berüchtigt? Was hast du erzählt? Hast du gesagt? 40 Kälber letzte Saison. Ach ja. Ja, Loverboy, der kommt ganz schön rum. Tess. Alex. Ich helfe Nick mit dem Schuppen, während die Eltern in Adelaide sind. Du isst eher meinen Kühlschrank leer. Ich hol das Scheckbuch. Entschuldigung, ich hol mir nur schnell ein Glas Wasser. Hey, Nick. Ich beginne heute das Training mit dem ersten Quarterhorse. Wird wahrscheinlich etwas nervös sein, kennt mich ja nicht. Wird nichts machen. Oder? Ja. Ah. Es macht doch was? Nein, ich meinte, dann läuft's also gut. Oh, ja. Peter hat mir geholfen. Hat Alex irgendwas zu dir gesagt? Was denn? Ach, nur über uns, ihn und mich. Wieso fragst du? Nur so, bin neugierig. Oh, das steht dir bestimmt gut. Hat Angela bestimmt vergessen. Oh, Angela. Ja. Dass Nick eine Freundin hat? Der Mann ist kein Mönch. Aber ihr zwei seid einander versprochen. Wieso dieses Interesse? Ich find's witzig. Komm, Schafe! Jody, kannst du versuchen, geradeaus zu fahren? Also, die Stelle liebe ich. Hör zu. Tu sei Angelo. Du bist mein kleiner Engel. Kannst du nicht gleichmäßig fahren? Was? Nicht so schnell! Was? Entschuldige, Becky, ich konnte nichts hören. Ja, weil du zu sehr mit diesem Alberto-Mist beschäftigt bist, um zuzuhören. Das ist doch kein Mist. Er ist 10.000 Meilen weit weg in der Armee. Glaubst du ehrlich, dass er über ein Jahr auf dich wartet? Er hat's mir versprochen. Wahrscheinlich hat er dutzenden Frauen die Liebe geschworen, seit er wieder in Italien ist. Hör zu, das verstehst du nicht, weil wir uns wirklich lieben. Du verstehst doch gar nichts von Männern. Die meisten sind Lügner und Schweine. Nur die, mit denen du ausgehst, Beck. Ja, glaubst du ehrlich, dass irgendein Kerl über ein Jahr auf eine kleine dumme Jungfrau in Australien wartet? Hey, hör auf zu träumen, Jody, und tu was. Dann weißt du vielleicht, was Sache ist. Jody, öffne die Tür. Jody!
10, 9, 8, 7. Was machst du denn? Warten. 6, 5, 4, 3. Auf was? Du hast 10. 2, 1. Becky! Bingo! Was hast du zu Jodie gesagt? Ich habe ihr gesagt, sie ist eine Prinzessin und soll ihren Arsch bewegen. Was hast du gesagt? Mixi tut nichts, sie hängt nur rum und faselt von Alberto. Du hast gesagt, sie soll sich rumtreiben. Du hast ihr ein Paket Kondome gegeben, ja. Ich bin ihre Mutter. Dann sag ihr, sie soll erwachsen werden, ich habe es satt. Du bist ja wohl nicht die Richtige, um Moral zu predigen. Was? Wie bitte? Halt dich von meiner Tochter fern. Was tust du da? Nichts. Nein, 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 nein. Mick und Jodie unterhalten sich. Wieso denn? Ja, weißt du, auf der einen Ebene ist das... Zieh die Frage zurück. Peter? Nick? Loverboy ist weg? Tut mir leid, Nick, aber wie... Woher soll ich wissen, wo er hin ist? Claire? Sekunde bitte. Nick, ich ruf dich zurück, okay? Diesmal, Loverboy. Bleibst du da? Wo ist es, Graf? Muss geölt werden. Oh, ich kann ihn nicht allein transportieren. Klar kannst du das. Ja, und wenn er ausflippt und der Transporter kippt um? Dann erschießt du ihn. Hat der Dad fast mal gemacht. Als der Loverboy holte, war der so wild und er warf sich immer gegen den Käfig. Also hielt Dad bei der Polizei und sagte dem Sergeant, erschießen Sie ihn sofort. Hat er wohl nicht getan. Er hat Hafer aufgetrieben und eine Dose Bier, dann hat er sich irgendwann beruhigt. Nette Story, sehr ermutigend. Also, er ist 3 Jahre, wiegt eine halbe Tonne und er kann sich kaum bewegen. Außerdem kann ich nicht. Ich muss warten, das Pferd wird doch gebracht. Na, wie toll. Du schaffst das, fahr einfach langsam. Pete hat gerade Brave Jay gebracht, er ist traumhaft. Bisschen nervös, aber das wird schon. Du kannst ruhig draußen trinken, Becky. Ich bleib sehr gern hier drin. Danke, Mick. Also, falls mich jemand braucht, ich bin auf dem Reitplatz. Ich dachte, ich hol mir vielleicht ein paar Kochtipps. Kennst du jemanden, der kochen kann, Mick? Ich meine, falls Pete anruft. Gut, wir sehen uns zum Essen. Bleibst schön hier, mein Großer. Der haut nicht mehr ab. Siehst du? Ist nicht schwer, einen Typ glücklich zu machen. Er hat Heu, Haufen Kühe. Die Kühe haben's gut. Was haben sie davon? Die Gesellschaft von Loverboy? Bye. Hey, Tess, wollen wir später was unternehmen? Was zum Beispiel? Weiß nicht. Mit den Motorrädern an den Fluss fahren? Nick, Nick, Nick! Wir sehen uns, Nick. Hey, das mit dem Zurückziehen klappt gut. Ja, ich bringe sie regelrecht auf die Palme, Nick. Lässt du sie jetzt einfach fahren, oder was? Dann kannst du sie abschreiben. Ach, hör auf, ja? Loverboy. Folgst du mir? Warum, warum, wieso? Alles okay, Tess? Ganz vorsichtig. Wow. Vorsichtig. Schwindelig. Tut dir irgendwas weh? Oh. 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 Du bist gefahren wie eine Verrückte, Tess. Oh, ich weiß nicht wie. In etwa einer Sekunde war... Ist schon okay. Dir geht's gut. Du
Du stehst vielleicht ein bisschen unter Schock, das ist alles. Nein, Claire killt mich. Sie hat mich vor der Kurve gewarnt. Ach, die beruhigt sich. Und der Wagen deines Vaters? Ach, lass nur. Dir geht es gut und das ist das Allerwichtigste. Alex, kann ich dich was fragen? Was machst du? Ich will sicher sein, dass du okay bist. Hör auf! Hör auf, ich brauch keine... Reg dich ab, Tess, reg dich ab! Mund-zu-Mund-Atmung, lass das! Ich mach doch nur Spaß! Klar! Ich meine, ich war ein Held im richtigen Moment. Schraubenschlüssel. Na, besser hätte es nicht laufen können, selbst wenn ich es geplant hätte. Sie kam von der Straße ab, ich habe sie gerettet. Wow, 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 Tess hat den Unfall? Ja, aber sie ist okay, sie ist nicht verletzt. Bist du sicher? Hast du sie untersucht? Nun, ihr ging's gut. Bis zu dem Moment, wo sie auf mich eingedroschen hat. Du hättest sie zu einem Arzt fahren sollen. Ich durfte überhaupt nichts tun, Nick. Ja, sie stand wahrscheinlich unter Schock. Ich stand unter Schock, Mann. Ich meine, die ist total durchgedreht. Statt sich bei mir zu bedanken, ist sie einfach abgerauscht. Und wieso ist sie abgerauscht? Aus überhaupt keinem Grund. Vielleicht hat sie gedacht, ich würde sie küssen. Ich habe sie nicht richtig geküsst. Sie hat mich vorher geschlagen. Tess! Das ist Brave Jay. Ganz ruhig. Ja, er ist süß. Ist auch klug? Wir testen einander noch aus. Hey. Na, hoffentlich versteht ihr euch. Da dachte ich vorhin ehrlich noch, Alex wäre ein Romantiker, weil er mich aufgehoben hat. Er hat dich aufgehoben? Wie das? Ja, der Truck kam ins Schleudern. Sekunde, du bist geschleudert? Halt so wild, der hat keinen Kratzer und ich habe nur eine Beule am Kopf. Könnte eine Gehirnerschütterung sein, lass das lieber untersuchen. Die hätte ich ihm jetzt eher gegönnt. Weshalb? Na, er wollte mich küssen. Er wollte dich küssen? Weiter nichts? Das ist alles? Darum geht's? Ja, das ist der Sinn von dem... Was, Bob? Vielleicht hat er meinen Samen. Tess, ich finde, du solltest dich hinlegen. Tag, Jody. Hi, Craig. Wo ist Bob? Der ist in die Stadt gefahren, Zahnarzt oder so. Hast du Post für Mio? Ja, ein Brief. Italienische Marke. Hast du da einen Freund? Ja, meinen Geliebten. Oh, ja, gut, ja, der Typ hat Glück. Hey, Craig, hast du was für mich? Ja, 6 Sack Saatgut per Eillieferung. Hier, bitte unterschreiben. Il nostro amore eterno. Ich glaube, ich brauche jetzt ein Wörterbuch. Jody, kannst du mir helfen? Nein, geht nicht. Ich muss das hier zuerst übersetzen. Aber ja, und das ist das Allerwichtigste. Oh, ich helfe dir. Hä? Ist ein bisschen kapriziös. Etwas nervös. Aber beim Campdrafting braucht man Nervenstärke. Süßkartoffeln. Tut mir leid, hatte vergessen, dass du die nicht magst. Rosenkohl mag ich auch nicht und ich liebe geradezu Currywurst. Kannst ja auch selber kochen. Kann ich mal die Gurken haben? Dann nimm sie dir selbst. Und außerdem können wir jeden Moment erfahren, ob Lace tragend ist. Sie ist ein bisschen schreckhaft. Ja? Hat vielleicht geklappt. Tess! Kannst du Becky bitten, mir die Gurken zu reichen? Steck sie dir sonst wohin. Gut, hört jetzt auf. Worum geht's hier wirklich? Ich rufe jetzt Peter an, um ihm zu sagen, dass sich Brave Jay gut eingewöhnt. So, ihr zwei, was ist los? Wenn ihr jetzt redet, bewältigt ihr dadurch einiges. Jody? Sie hat gesagt, Alberto liebt mich nicht, okay? Okay. Dann frag dich selbst, wieso macht mich das sauer? Na, weil es nicht wahr ist. Das ist gut, Liebe ist toll. Jetzt fragst du dich wieder, wieso? Wenn du so sicher bist, dass Alberto dich liebt, was macht es dann, was Becky sagt? Oh ja, er liebt mich. Keiner hier versteht mich. Gut gemacht, Tess. Schaufensterpuppe muss hier weg. Oh. Sie schwärmt jetzt von dem Jungen seit 2 Wochen. Also, mich nervt das und sie flippt aus. Weißt du, ist doch irgendwie süß, erste Liebe und so.
Nun, warum regst du dich so auf? Tu ich nicht. Wieso regen sich alle so auf? Ich will nur helfen. Becky sagt, du hättest Saatgut. Was pflanzt du denn? So heißt eine Kuh gehört, habe ich recht? Liegt natürlich ganz bei dir. Du kannst da machen, was du willst. Gut, dass du das sagst. Ich pflanze nämlich Hanf an. Hanf? So wie Marihuana? Hanf, aber nicht wie Marihuana, ohne THC. Viel weniger als 1%. Ist das denn legal? Na, wenn du einen Lizenzantrag stellst. Ich hab's gemacht und ihn von der Gesundheitsbehörde bekommen. Hört sich kompliziert an. Der Anbau ist denkbar einfach. Der Ackerboden ist ideal, es ist praktisch Unkraut. Und was fängst du damit an? Verkaufen. Der Markt ist groß für Industriehanf. Der wird für Seile und alles Mögliche benutzt. Nun glaub mir, ich hab recherchiert, da kann nichts schief gehen. Wir sind Farmer, da geht immer was schief. Neck, neck, neck. Madonna, Macon! Claire sagt, Loverboy kommt wegen dem Hafer wieder. Füttere ihm Hafer und er bleibt hier. Das macht $180. Oh, und du kannst ihm auch ab und zu mal ein Bier geben. Aber er hat 2 Zäune niedergetrampelt. Der Hafer müsste umsonst sein. Gut, ich gebe das an die Chefin weiter. Verfolgst du mich wieder? Ich bring meinem lieben Bruder Material vorbei. Falls du nichts dagegen hast. Von mir aus. Bis dann, Nick. Genau 2 Tage kannst du den Kompressor haben. So kurz? Wo ist das Problem? Weil ich den Ärger krieg, wenn du was kaputt machst. Dann riskier mal was. Könnte nicht schaden, wenn du das auch in deinem Liebesleben beherzigst. Vergiss es. Oh ja, du gibst auf, wenn's schwierig wird. So gewinnst du bestimmt das Herz einer Frau. Die Tränken müssen geschrubbt werden. Kann Jody machen. Die hat zu tun. Oh, italienische Übersetzung, richtig geraten? Ich bin zu verliebt, oh, um zu arbeiten, oh. Becky. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Jody ist im Unrecht und das wisst ihr du beide. Du hast mit den Beleidigungen angefangen. Das sind keine Beleidigungen. Ich hab ihr nur gesagt, was Sache ist. Das muss sie sich nicht anhören von dir. Weil ich billig bin? Wer hat denn schon ewig einen Freund direkt vor Jodys Nase? Tolles Vorbild. Hey. Danke euch, Leute. Könnt ihr mal den Zoff lassen? Es ist Becky, sie ist unmöglich. Ja, dann klärt das doch. Bis zum nächsten Mal. Sie ist einfach unmöglich. Ich werde mit ihr reden. Damit ist es nicht getan. Es ist an der Zeit, dass sie geht. Ist besser für sie, besser für uns. Ich brauche meine Abfindung und das Urlaubsgeld. Die Rentenbeiträge müssten bis zum letzten Tag gezahlt werden, wann immer das ist. Wovon redest du denn da? Ich hab dich und Mick gehört. Red keinen Unsinn. Hey, kann Becky mir helfen beim Einsäen? Ja, aber ihr solltet bis nach dem Regen warten. Wieso? Hat seit Wochen nicht geregnet. Ist vorhergesagt. Wann hat der Wetterbericht denn mal recht? Wir reden nachher. Irgendwas stimmt nicht. Der Saatkasten könnte verstopft sein. Hoffentlich nicht. Wir müssen den Traktor morgen wieder Ray Haley zurückbringen. Was soll ich denn in der Stadt machen? Als Bardame arbeiten? Hier habe ich das Vieh und alles. Du würdest es schaffen. Willst du denn in die Stadt? Jody wird dich vermissen. Die hat doch ihre Mutter, die für sie sorgt. Immerhin hast du uns und wir alle würden dich vermissen. Ich auf jeden Fall. Hast du schon mit Becky gesprochen? Noch nicht. Sie tut mir ja leid. Wirklich. Sie hat Abstand gewonnen dadurch, dass sie hier war.
Ja, aber die Sache zwischen uns löst sich nicht in Luft auf. Es ist nicht so einfach, Mick. Na, Becky geht, das ist doch ganz unkompliziert. Einer von uns muss gehen. Was soll das heißen? Na, wenn es zwischen uns nicht funktioniert, dann war's das. Becky muss gehen. Sonst tun es Jody und ich. Du kannst doch nicht gehen, Mick. Du bist schon ewig hier. Aber wie sollen wir klarkommen ohne Becky? Sie arbeitet super gut. Und Jody trägt nun nicht sehr viel bei. Claire, heißt das, du entscheidest dich für Becky? Und gegen uns? Ich weiß nicht. Wenn du das so siehst, wäre es vielleicht besser, Jody und ich würden gehen. Mick, lass uns versuchen, beim Essen eine Lösung zu finden. Ich denke, es wäre besser, wenn Jody und ich heute bei uns essen. Meine Augen sind wie due Stelle. Stelle, stilles Aussehen oder was? Stelle. Ah, Sterne. Meine Augen sind wie zwei Sterne. Ist das nicht unglaublich poetisch? Unglaublich. Es ist das beste Gefühl der Welt, verliebt ja, zu sein. Ja, das ist es, solange du dich auch auf andere Dinge konzentrierst. Zum Beispiel? Die Arbeit. Oh, da ist Arbeit. Voll langweilig. Und das ist Alberto. Ich werde fast ohnmächtig, wenn ich an Alberto denke. Wasch ab, dann geht's dir besser. Alles klar, aber ich brauche Musik. Italienische Komponisten sind so... Ich rate. Unglaublich? Ja. Ti amo, Alberto, ti amo. Alex hat wieder angerufen. Rufst du ihn zurück? Nein. Ist das sich drum kümmern? Wir reden nicht von mir. Wieso nicht? Weil wir von dir reden. Warum kümmerst du dich nicht um Mick, Becky und Jody? Ach, was soll das? Was bist du? Therapeutin, Farmerin, Geliebte? Ich kann nicht alle drei sein. Was war das? Donner. Ich sagte, es wird regnen. Nein, wahrscheinlich nur ein Hitzegewitter. Es wird nicht richtig regnen. Nur ein Schauer und das war's. Das ist perfekt. Das ist gut für die Saat. Der Regen hat die obere Schicht weggespült. All meine Samen. Haut ab hier! Los, ihr blöden Vögel, los! Tu! Tu! Heute müssen wir den Dachstuhl schaffen. Vielleicht können wir ihn auch eindecken. Dann kannst du wieder nach Hause. Reden brachte auch nichts, Nick. Worüber habt ihr geredet? Naja, so übers Wetter und den Regen. Gestern hat sie einfach aufgelegt. Ja, welche Überraschung. Gut, dann sag doch mal, was würdest du zu ihr sagen? Ich weiß nicht. Oh, na komm, bekenn doch einfach mal Farbe. Nick, was würdest du sagen? Okay, okay. Tess, du bist die stärkste, erotischste Frau, die ich je gesehen habe. Wäre ich mit dir zusammen, wäre das ein Traum, Tess. Oh, hey, fällt Angela etwa auf so einen Schwachsinn Nein, rein? Nein, die nagt mich wegen meinem Po. Lass uns den Schuppen fertig machen. Ich dachte, Jody kommt mit uns mit. Die macht die Wäsche. Wirklich? Sie macht ihren Teil. Ist bloß ein bisschen abgelenkt durch Alberto. Tess, ich weiß, du findest, ich bin zu hart wegen Becky, aber sie ist ein schlechtes Beispiel für Jody. Das macht der Altersunterschied. Becky hat mehr Lebenserfahrung. Es gibt einfach Dinge, vor denen Jody geschützt werden muss. Ach komm, Tess, du weißt doch, was ich meine. Und was, ihren schlechten Ruf? Nein, nicht nur das. Du hast einen Liebhaber, Mick, und ich schlafe mit Alex. Nein, es ist Beckys Einstellung. Sie ist... Ich meine, ich weiß, sie hat es schwer gehabt, aber sie hat so eine zynische Haltung. Ich will, dass Jody noch Träume hat. Und dass sie noch eine Weile behält. Hallo zusammen. Jody schon aufgestanden?
Becky! Vielleicht sollten wir mal reden. Ich denke, Claire kann das regeln. Sie soll wählen. Loverboy ist schon wieder stiften gegangen und hat unterwegs den Schuppen von Nick verwüstet. Der Bulle will uns was sagen. Wir nehmen ihn aber nicht zurück. Wir brauchen das Geld. Was sagt Nick dazu? Oh, Nick ist sauer. Aber ich habe gesagt, wir helfen ihn wieder aufzubauen. Wir alle? Nein, also Tess kommt mit nach Wilgill und Jody und du schaufelt den Getreidesilo leer. Mit Becky. Wir drei? Mhm. Zusammen? Ja. Wir nehmen den Mercedes. Hol mal schnell Jody. Denkst du, es funktioniert? Was? Es ist so das Problem der drei löst. Soll ich euch irgendwie helfen? Nein, danke, alles klar. Oh gut, klasse, weiter so. Ja, gut. Ich find's clever. Oder feige. Wie meinst du das? Da sind die Wieso-Ebenen. Ach, nicht alle Dinge sind tiefgründig, Tess. Manche Dinge sind flach. Was ist der wahre Grund, dass du nicht weißt, wer gehen soll? Es gibt keinen wahren Grund. Das ist idiotisch. Ich mach das, Tess. Wieso? Denkst du, eine Frau kann das nicht? Nein, ich weiß nur, dass dir leicht schwindelig wird. Aber das ist eine Leiter mit einem Gerüst. Komm, ich bitte dich. Na gut. Okay, mein Haar, da gehe ich auf keinen Fall rein. Wir gehen alle rein. Du zuerst. Los, nun mach schon. Oh, vielleicht ein Schatz? Ich habe ihn gefunden. Das ist unfair. Wenn es ein Schatz ist, wirst du ihn teilen müssen. Oh, meine kleine Krone, die habe ich bekommen, als ich klein war. Die hast du dauernd getragen. Wow, wie kommt die denn hierher? Ach, ich weiß noch, wir waren hier mit Jack. Du warst ungefähr sieben und du... Ja, ich bin zum ersten Mal eine Leiter raufgeklettert und du hast mich gehalten, dass ich ganz oben sitzen konnte. Du hattest gar keine Angst. Nein, ich fühlte mich wie eine Prinzessin, die Welt regiert. Setz sie mal auf. Na gut. Ich erinnere mich noch, die Welt sah so groß aus. Ich hatte den Rundumblick. Wie sehe ich aus? Ich weiß noch, wie Jack die für mich gemacht hat. Seine kleine Prinzessin nannte er mich. Es war nicht immer ein Kompliment. Weißt du das auch? Nein. Aber ich weiß noch, wir waren zu einem Picknick. Er hielt mich an den Füßen hoch, schüttelte mich, bis alle Münzen aus den Taschen fielen. Er sagte, das ist für die Getränke. Schade, dass Alberto mich nicht so sieht. Ich bin froh, dass ich sie wiedergefunden habe. Die hat Becky gefunden. Wenn wir hier weggehen, nehme ich die auf jeden Fall mit. Jody, sei jetzt still, hörst du? Halt die Klappe! Jack hat dir alles durchgehen lassen und ich auch. Und jetzt hättest du fast alles ruiniert. Und du sitzt nur da und fantasierst über Blechkronen und die Toskana. Au! Alles okay da oben? Oh. Jupp, alles klar, kein Problem. Was ist denn? Ist alles in Ordnung, Tess? Ganz ruhig, komm langsam runter. Ich pass auf, wo du hintrittst. Gut so, langsam. Ja, ich bin ja dabei. Mir ist bloß etwas schwindelig. Was ist denn? Ich schätze, sie hat eine Gehirnerschütterung von dem Unfall. Gehirnerschütterung? Spinn doch nicht. Wenn es eine wäre, dann würde ich auch... Gut, Tess. Alles okay.
ist ja so peinlich. Ach was, jeder hat doch seine Kotzgeschichte. In der Schule habe ich meinem Lehrer in die Schuhe gekotzt. Ja, aber ich will keine Kotzgeschichte. Naja, jetzt hast du eine, ob du es willst oder nicht. Hey, du glaubst doch wohl nicht, ich würde dich jetzt küssen. Du hattest recht. Das war's, ich hab dich kotzen sehen. Bei uns heißt das, dass wir uns verloben müssen, Tess. Wo ich herkomme, heißt das, wir betreten nie mehr das Restaurant. Du entscheidest, wie es weitergeht. Ich meine, du sagst mir Bescheid, okay? In Wirklichkeit ist Alberto ein Traum. Tausende Meilen entfernt. Aber ich liebe ihn von ganzem Herzen. Es ist einfach verliebt zu sein in Postkarten und ein paar Gedichte und Fantasien. Stellst du dir auch vor, seine Unterwäsche zu waschen? Ein Liebhaber. Oder auch ein Freund. Echte Beziehungen sind viel schwieriger, dafür muss man arbeiten und sie können auch manchmal unschön enden. Aber wenn sie wichtig sind, wenn eine Freundschaft es wert ist, dann lohnt es sich, sich dafür anzustrengen. Ist das... Dann war es doch nicht der Hafer. Nun, er hatte da die ganze Herde. Er kann doch nicht auf die eine Kuh stehen. Vielleicht quatschen sie ja gerne. Scheißert mich, oder? $700! Ist doch billig, wenn Loverboy dafür hier bei dir bleibt. Das Ganze ist doch Betrug, oder? Der Bulle, der Hafer, die Kuh. $700. Wieso stelle ich dir nicht gleich einen Blankoscheck aus? Seht euch das an. Und du und Alex, ihr habt euch versöhnt? Könnte man sagen. Kann ich dich was fragen? Klar. Ist er der Richtige? Was? Du weißt schon. Oh nein, so will ich mich nicht verlieben. Warum? Ich muss los. Hey. Hi. Eine Karte aus Italien. Oh, wirklich? Hab gehört, du bist nominiert als Miss Gangarn. Ja, richtig. Du wirst es. Ja, denkst du? So wie du gebaut bist, sahnst du ab. Danke. Danke sehr, danke sehr. Ich kann Ihnen nicht sagen, was für eine Ehre es ist, als Miss Gangarn gekrönt zu werden. Ja gut, ich gebe zu, ich war schon etwas abgelenkt in den letzten paar Wochen. Aber ich bin wieder auf dem Boden angekommen. Und ich verspreche, ich lege mich richtig ins Zeug. Besonders indem ich meiner besten Freundin Becky helfe. Falls sie noch meine beste Freundin ist. Naja, falls sie mir je vergeben kann, dass ich so egoistisch war. Ich war eine Kuh. Ja, das warst du. Tut mir sehr leid. Und ich möchte wirklich Miss Gangarn werden, aber ohne dich schaffe ich das nicht. Okay, ich flehe dich an. Gut, ich bettle. Na komm schon. Einer muss doch verhindern, dass Jessica zum zweiten Mal gewinnt. Was zu trinken? Ja, gern. Hat Jody dich gefunden? Ja.
ist eine hoffnungslose Romantikerin. Sie könnte uns alle ein bisschen unterrichten. Das wäre vielleicht gut. Greg hat angerufen. Blaze ist tragend. Wow. Glückwunsch. Also, keiner geht hier weg, bevor dieses Fohlen geboren ist. Niemals, okay. Nein. Gut. 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 Tess, ich wollte mit dir reden. Reden? Worüber denn? Unsere Beziehung, was werden soll und wie schrecklich oberflächlich ich bin und ob du mich nur wegen meinem Hintern magst. Lieb gedacht, aber nicht jetzt. Ach, und Nick sagt, du musst deine Pflanzen schützen, ehe sie anfangen zu sprießen. Schon okay, auf das Feld kommt bestimmt kein Vogel.